Ja, wenn Sie heute in den Kalender geschaut haben, dann stand da eine 13. Fällt der 13. eines Monats, was allerdings höchst selten der Fall ist, auf einen Freitag, dann befällt so einige Menschen ein eher mulmiges Gefühl. Um genau diese Konstellation ranken sich so einige Mythen. Schlechthin gilt der Freitag, der 13. als ein Pechtag. Was uns die Zwickauer in den letzten Jahren dazu gesagt haben, hier noch einmal die Antworten. Schönen guten Tag, Freitag der 13. Sind Sie abergläubisch? Nein, nein. Das heißt für euch? Ein ganz normaler Tag eigentlich. Ja. Von daher. Also bis jetzt habe ich auch noch nicht erlebt, dass mal was Schlimmes passiert ist am 13. Von daher. Dann sind wir guter Dinge. Schönen Tag euch. Gleichfalls. Danke, ciao. Tschüss. Freitag der 13. Was bedeutet das für Sie? Nichts. Ganz normaler Freitag, jeder andere auch. Gar nicht, das bin ich abergläubisch. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Freitag der 13. Was bedeutet das für Sie? Also viele sagen ja, es ist kein Glückstag, aber kann man eigentlich nicht sagen. Ist schon. Man muss immer das Beste draus machen. Ulla, und was meinst du? Bringt nur Glück. Bringt nur Glück, wenn man dran glaubt. Egal ob 13., 12., 11., ist wurscht. Ne? Sind Sie abergläubisch? Nein. Das heißt für Sie? Bei mir ist alles okay. Ich bin am 13. Freitag geboren und das ist okay. Sonst wäre ich gar nicht auf der Welt. Na dann, ein bestes Zeichen. Alles Gute. Dankeschön. Freitag der 13. Ja. Was bedeutet das für Sie? Das ist ein Glückstag. Eigentlich nichts. Ich bin nicht abergläubisch. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag. Ja, okay. Danke. Ihnen auch, ne? Nichts. Nix. Nix. Ganz normaler Tag. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke. Danke. Wir sind nicht abergläubisch. Alles klar, danke. Freitag der 13. bedeutet nur Gutes natürlich, weil es ist Freitag und ja, es kommt das Wochenende und wir denken nur positiv. Habt ihr euch das direkt das Datum ausgesucht? Das ist gewagt, aber trotzdem Daumen ja, hoch. Also meiner Freundin war das Datum wichtig. Man muss auch dazu sagen, dass beide Eltern von uns, also ihre Eltern, meine Eltern, auch Freitag am 13. geheiratet haben, von daher. Und immer noch zusammen sind und da haben wir gedacht, na, dann muss es ja Glück bringen, das Datum. Ja, das ist beabsichtigt. Keine Angst? Nein, überhaupt nicht. Was macht Sie so sicher? Ich bin nicht abergläubisch. Ah, also noch nie was passiert an einem Freitag, den 13.? Nein. Und meine Eltern haben an dem 13. geheiratet, meine Schwiegereltern auch. Und deshalb ist das ein Glückszeichen für uns. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Also ich selber habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Für mich ist Freitag der 13. genau wie jeder andere Tag. Eigentlich kann ich glaube an sowas eigentlich weniger und ich denke, der Tag wird so schön sonnig und wir werden einen schönen Tag haben, auch heute am Freitag, den 13. Niemals abergläubisch, das ist mein Glückstag. Also heute auch noch nichts angebrannt hier? Das stimmt nicht. Und die Kunden sind aber auch in Ordnung? Ich bin sehr zufrieden für heute. Manchmal nerven sie, aber heute ist alles in Ordnung. Ne? Ich weiß nicht warum, aber Freitag ist mein Glückstag. Ne? Wisst ihr denn, was heute für ein Tag ist? Freitag der 13. Ganz genau. Und sind Sie denn an diesem Tag besonders vorsichtig oder abergläubisch? Oder ist Ihnen schon irgendetwas passiert? Bisher eigentlich noch nicht, nee. Nee, auch nicht. Also abergläubisch auch absolut gar nicht. Also im Endeffekt nehmen wir das alles ganz gelassen hier. Also wir sorgen auch immer gut vor, dass uns nichts passiert. Von daher, alles das, was uns heute passieren kann, könnte uns wahrscheinlich jeden Tag passieren. Freitag der 13. Freitag der Richtig. 13. Jawohl. Sind Sie abergläubisch, sind Sie besonders vorsichtig? Oder nee, ist nee, nicht. Nicht. Ja, alles gut. Es gab noch niemanden, der sich über den Tag beschwert hat. Im vorigen Jahr gab es ein paar, die gesagt haben, da hatte ich jetzt am 13. so viel Pech. Aber dieses Jahr war bis jetzt alles gut. Bis jetzt nicht. Sind aber sehr wenig unterwegs, die klagen. Ne? Schönen guten Tag. Wissen Sie denn, was heute für ein Tag ist? Freitag der 13. Ja. Richtig. Sind Sie abergläubisch? Ist Ihnen heute schon irgendetwas passiert? Nein. Nö.